Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo aus der Iron Man Serie den Future Chorus. Ja, mit was haben wir es hier zu tun? Der Name Future Chorus verrät uns wahrscheinlich schon, dass es sich um einen Choruspedal handelt. So, wer ist Joyo? Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen die meisten Joyo-Pedale unter den eigenen Brands von Thomann und Music Store, wie zum Beispiel Harley-Benton oder Fame-Pedale, die wären meistens, das ist meistens ein Rebrand von Joyo-Pedalen. Und wir haben es hier mit der brandneuen Ironman-Serie zu tun, oder mit der neuen Ironman-Serie. So brandneu ist sie eigentlich, ist sie glaube ich gar nicht. Auf jeden Fall hier das Chorus-Pedal. Erstmal ganz allgemein, wir haben es natürlich wieder mit einem wirklich sehr, sehr kleinen Pedal zu tun, also wenn man das mal kurz demonstrieren darf. Es ist wie immer aus Metall verarbeitet, hat eine sehr schöne Lackierung und sieht erstmal sehr, sehr robust aus. Des Weiteren, besonders an den Ironman Sachen, ist natürlich die Klappe hier vorne, die praktisch eure Reglereinstellungen schützt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt, ihr habt fertige Reglereinstellungen, fahrt zum Gig, ihr macht das Ding einfach drauf. Beim Gig habt ihr die gleichen Einstellungen definitiv immer noch. Dieses Pedal nun hat jetzt drei Regler, nämlich ein Level-Regler, ein Def-Regler und ein, nicht Def, und Rate. Ja, was machen die einzelnen Regler? Level, ganz einfach, bestimmt die Lautstärke. Def bestimmt jetzt praktisch, wie stark das Signal moduliert. Also wenn jetzt praktisch, wenn ihr euren Sound so euch vorstellt, dann ist praktisch die Modulation, dass das irgendwie so, also dass das praktisch so euer Signal moduliert wird. Praktisch wie stark das dann moduliert werden soll. Und Rate gibt ganz einfach an, in welcher Geschwindigkeit praktisch moduliert wird. Also wenn man sich so eine Sinuskurve vorstellt praktisch, ob die jetzt so ist oder ob die so ist. Jo. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns das Ding jetzt einfach mal an. Thank you.
war jetzt nun der Future Chorus. Was ist meine Meinung dazu? Ich kann mich nicht oft genug wiederholen, aber ich bin von den Pedals der Iron Man Serie wirklich ziemlich beeindruckt. Ich meine, die Pedals belaufen sich, glaube ich, auf 70 Euro, so um die Drehe. Die könnt ihr übrigens bei Amazon oder so ordern. Kommen dann meistens auch direkt von Joyo. Und das Krasse ist ganz einfach die Soundqualität, die dieses kleine Pedal schon wieder hat. Diesen Chorus, ich weiß nicht, das ist absolut back to the 80s. Man hat einen schönen Chorus-Sound, den man wirklich gut mit diesen, obwohl es nur drei Regler hat. Ich meine, es gibt auch Chorus-Pedals, man denke mal zum Beispiel an das Nova System, wo man ungefähr 8 Parameter hat, um sich einen Chorus einzustellen. 3 Parameter, ihr könnt euch super euren eigenen Chorus-Sound einstellen. Es ist ultra klein, wird wie jedes Pedal auch mit 9 Volt gepowert und das Coole ist natürlich wie bei allen Iron Man Series Pedals, es kommt schon mit fertig vorgeschnittenem Velcro in einer sehr schönen kleinen edlen Verpackung. Ja, also wie gesagt, ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut euch dieses Pedal mal an, es klingt wirklich sehr sehr gut, auch wenn jetzt wieder einige sagen würden, ein China Pedal. Schaut es euch einfach mal an, lasst euch überzeugen. Ansonsten hat es mich sehr gefreut, dass ihr es jetzt bestimmt so 6 Minuten mit mir ausgehalten habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung, eure Kommentare, vielleicht hat das Pedal schon jemand, einfach in die Kommentarbox schreibt. Und ansonsten ist hier unten der Subscribe-Button, wo ich mich ebenfalls sehr freuen würde, wenn ihr mir einfach auf YouTube folgt. Mir hat es wie immer sehr viel Spaß gemacht und keep rocking! Future Chorus.